Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Long Dark. Es tut mir erstmal leid, dass es so lange gedauert hat, bis eine neue Folge kam. Ja, ihr seht, ich bin woanders. Bevor irgendwas kommt, ich musste nachvertonen. Der Spielstand ist nachgestellt, ungefähr auf das, wie wir es letzte Mal gemacht haben. Und wir sind in der Quonset Gasstation, diesem Pseudobunker. Aber ich zeige euch erstmal was. Wie gesagt, das ist nachvertont in... Ja, also Story-Modus geht immer noch nicht. Ich erkläre es gleich. So, was gibt's hier Neues? Ja, wir können Mann und Frau wieder spielen. Aber da, wir haben den Pleasant Valley. Da werden wir später auch noch hingehen. Ja, geh wieder raus. Gut. Jetzt laden wir wieder. Jedenfalls konnte ich unsere andere Basis nicht mehr anlaufen, weil die kaputt ist. So, jetzt bringen wir erstmal das mit den 50 Tagen über die Runde. Wenn ich noch ein bisschen still bin, tut mir leid, ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist 5:43 Uhr an einem Dienstag früh. Und in einer halben Stunde muss ich auf Arbeit. Beziehungsweise hier ausmachen. Deshalb werde ich das in zwei Schritten vertonen. So, wir haben auf jeden Fall eine Menge Vorräte. Das ist auf jeden Fall deutlich besser gelaufen. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt einfach so. Und ich habe tatsächlich in der Station noch nicht mal alles erforscht. Einfach nur, weil ich... Ja, da. Das sind neue Ressourcen, Bücher. Früher eine Ressource des Wissens. Aber jetzt ist es etwas, was dich... was du verbrennen kannst, wenn du frierst. Wie ein Kilo fällt mir gerade auf. Das andere Buch hat ein halbes gewogen, glaube ich. Komisch. Ja, wir können ja mit dem Fire Barrel jetzt ein Feuer mit dem Buch machen. Die Chance, damit ein Feuer zu machen, ist am Anfang bei 90%, wenn ihr Feuerskill 50 habt. Also die Bücher lohnen sich schon, für den Anfang zu verbrennen. Es ist eigentlich ein Frevel für mich. Ich habe tierische Probleme, dann Bücher zu verbrennen. Ich weiß auch nicht. Bücher sind für mich einfach zu wertvoll dafür. Immer vollkommen drauf an, welches Buch. Nicht jedes Buch ist wertvoll. Es gibt sehr viel schlechte Bücher. Aber die könnte ich, glaube ich, auch nicht verbrennen. So, jetzt wird es uns gleich schön warm. Aber das Feuer hält leider nur 18 Minuten eigentlich. So, wir können uns Kaffee aufwärmen. Schön, wir können noch das Wasser aufkochen. Machen wir jetzt. Ja, man muss das Feuer halt dementsprechend ausnutzen. Und es gibt noch ein paar andere Neuerungen, die dazugekommen sind. Ja, da war das Feuer aus. Ich weiß echt nicht mehr, was ich damals gedacht habe. Ich konnte die Videodatei und die Audiodatei wiederherstellen. Hol uns mal das Material hier. Ich habe ja alles ein bisschen sortiert. Wenn irgendwas asynchron ist, tut mir leid, hat mich über 3 Stunden gekostet, das alles wiederherzustellen. Leider konnte ich die Audiodatei nicht zwar herstellen wieder, aber das sind immer 5-Sekunden-Dateien geworden, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist bei dem Programm. Jedenfalls hätte ich da 5 Sekunden, die ich alle zusammensetzen müsste, bei 1 Stunde 36 Aufnahmezeit. Habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme es einfach mal lieber neu auf. Ich habe es gestern Abend bis gegen 24 Uhr versucht. Und dann habe ich gedacht, nein. Die ganzen Recovery-Dateien haben leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also habe ich mir gedacht, ich nehme es einfach mal neu auf. Eine neue Ressource. Mehrere. Rosenblüten, Hagebutten. Diese komischen Bartdinger und die Pilze. Ich habe gesehen, wo ich sie einsetzen kann. Ich habe es aber noch nie eingesetzt. Mittlerweile weiß ich es, weil ich es ja schon gespielt habe. Deshalb holen wir uns jetzt nochmal ein bisschen Holz. Ja, hol dir das Holz. Und das Buch, ja, von mir aus. Wie wir an das viele Holz kommen, das zeige ich euch später auch noch. Gibt es nicht auch einen schönen Trick, weil hier auch rundherum zu sammeln ist ja relativ dämlich, weil hier ja ständig Wölfe sind. Ich habe es trotzdem gewählt, wir haben hier eine Feuertonne und wir haben die Werkbank. Die Werkbank braucht man eigentlich so gut wie nie. Aber die Feuertonne im Haus ist einfach so wertvoll. Und ja, es ist halt schon ganz praktisch, wenn man diese Werkbank dann doch hat. Auch wenn man sie nicht unbedingt braucht. So, jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Feuer machen können. Denn ich habe gesehen, die kann ich am Feuer verwenden. Oh, haben wir nochmal Feuer drauf. Wunderbar, und da brennt es auch schon. Die Pilze können wir kochen. Und es ergibt Reishi-Tee. Kann man nochmal kochen. Wo wir die Pilze finden und die Hagebutten, das werde ich euch alles noch zeigen.
Rosenblüten. Hagebutten. Ja, wir haben Durst von mir aus. So, und das war's schon. Die Hagebutten, wir konnten aus 48 Grad mal einmal was machen. Das ist schon ein bisschen traurig, man braucht haufenweise von den Dingern. So, jetzt schauen wir mal nach, was das für ein Zeug ist. Es ist nicht dabei. Wo ist es hin? Ah, Rosenblüten. Ich habe gerade ein Problem, weil ich das in so einem kleinen Fenster habe. Jetzt kann ich es nicht richtig lesen. Ja, bla bla bla. Ein Antibiotika und. Moment. Ein natürliches Antibiotika in Form von Tee und die Rosenblüten. Natürliches Schmerzmittel, was auch gegen Verbrennung hilft. Ja, es gibt tatsächlich auch Verbrennung, habe ich festgestellt. Denn es ist nämlich jetzt so, wenn man über ein so wunderbares Lagerfeuer läuft, ich habe nämlich aus Versehen, weil ich so schlau war, eins direkt unter mir gemacht, hatte ich plötzlich bloß so 23% Leben und eine Verbrennung. Ist doch super, nicht? Also jetzt habe ich immer ein bisschen Angst vor den Lagerfeuern, weil mir das ziemlich viel abgezogen hat. Eigentlich hätte ich mir denken können, aber andererseits, man kann die Lagerfeuer auch mittlerweile immer noch nicht wieder verwenden. Da hat mich die Verbrennung dann schon ein bisschen überrascht. Ja, man darf ja nichts verschwenden, deshalb schmilzt mir noch ein bisschen Wasser ein. Außerdem müssen wir noch die 50 Tage schaffen. Wir sind jetzt wieder bei 48 Tagen, habe ich so nachgestellt. Und das Feuer ist aus. Und wir haben keinerlei Sicht. Doch ein bisschen haben wir. Schlafen wir doch einfach noch ein bisschen. Wir haben 97%, das können wir aushalten. Wenn man frisch getrunken hat, dann ist das kein Problem. Tage. Wunderbar. Das halten wir noch ein bisschen länger durch. Die 50 Tage schaffen wir auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn wir nicht von einem Wolf angegriffen werden, schaffen wir das locker mit 100 Tagen. Das einzige Problem ist immer, wenn man vom Wolf angefallen wird, da kann ich mich halt schlecht gegen wehren manchmal. Wir haben das eine Spiel übrigens nur verloren, weil ich weiß nicht, das war so ein Zwischenpatch anscheinend, weil dann kurz danach kam nämlich der nächste. Und bei diesem Zwischenpatch war es so, dass man bei 35% automatisch tot war, dann wenn du vom Wolf angegriffen wurdest. Und das fand ich ein bisschen blöd. Weil das hat uns das Leben gekostet an einer Stelle. Wir hätten es tatsächlich noch schaffen können, wir hätten nach Hause rennen können und da hätten wir unseren letzten Spielstand noch gehabt. Und ich hätte das nicht alles nachstellen müssen, was mich auch sehr viel Zeit kostet, nebenbei gesagt. Gesagt, wenn ich muss mal gucken, ob ich demnächst rausfinde, wie man das macht mit den Spielständen irgendwie rauskriegen, weil ich noch nicht gefunden habe, wo die gespeichert werden. Ich habe das Spiel zwar gefunden, aber das ist kein Safe Game. Aber ich finde es schon noch raus. Ja, wir haben es fast geschafft. Wir trinken einfach noch einen Schluck. Obwohl, nee, wir essen doch. Essen wir was? Ach, wir essen was, damit wir uns hochheilen. Wahrscheinlich, dass wir mit 50 Tagen direkt losgehen können. Ja, ist denn Energieriegel. Und ein bisschen trinken. Denn mit diesem Zustand werden wir wohl nicht weit kommen. Perfekt. Fast genau. Alles verbrannt, was wir gerade gegessen haben. Das heißt, wir werden ganz leicht hungern. Für 10 Sekunden oder so. Und wir haben Errungenschaft freigeschaltet. Leiser Jäger und das andere kann, weiß ich nicht mehr, aber ich kann es auch gar nicht lesen. Da müsste ich an das Ding rangehen. Jedenfalls für 50 Tage überlebt. Also wenn man genug Vorräte hat, ist es eigentlich kein Problem. Und man hat sehr, sehr viele Vorräte. Ich habe nämlich auch die andere Errungenschaft gekriegt mit den 25 Tagen ohne ein Tier zu töten. Ich habe einfach drei Häuser ausgeplündert und habe mich dann in einem versteckt. Und zwar da, wo auf dieser Haseninsel. Da sind jetzt auch 6 oder 7 Feuerstellen, weil ich einfach immer Wasser gebraucht habe. Und man kann die Feuerstellen ja nicht wieder neu benutzen. Ich hoffe, dass sie das irgendwann ändern, weil irgendwann hat man doch an bestimmten Punkten haufenweise Feuerstellen unter Umständen. Oder das machen die mit Absicht, damit du gezwungen bist, an bestimmte Positionen zu wechseln. So, was machen wir jetzt noch? Nehmen wir noch was mit. Es gibt noch zwei Stellen, die wir gerne ablaufen sollten. Und das ist einmal die, da wo wir, ich glaube, in dem letzten Spiel angefangen hatten, oben. Da war ich nämlich noch nicht. Und da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Einfach nur, um hier nichts zu vergessen. Weil wenn wir später
in dieses neue Gebiet gehen, dann weiß ich, wir vergessen das auf jeden Fall, was hier alles war. Das sollten wir alles abgelaufen sein, bevor wir das nächste Gebiet betreten. Ja, schmeiß ruhig alles raus. Alles, was wir nicht brauchen, kann weg, weil das alles Gewicht ist. Wir haben übrigens auch diesmal einen Premium-Wintercoat gefunden. Also wir sind deutlich besser ausgerüstet. Ja, die Stormlanterns nutze ich jetzt auch. Die sind nämlich echt hilfreich. Und es gibt deutlich weniger Zooming-Kits als beim letzten Spiel. Ja, Brandbeschleuniger, irgendwann braucht man die eh nicht mehr. Höchstens, wenn man will, dass das Feuer schneller, brennt, weil es dauert ja jetzt länger. So, ausgerüstet sind wir, sieht auch alles gut aus, da dieser Premium-Wintercoat. Den haben wir das letzte Mal nicht gefunden. Dafür haben wir bloß diese normalen, ja, diesen Basic Wool Hat. Und die Basic Boots, wir haben auch keine besseren Schuhe gefunden, leider. Man kann halt nicht alles haben, aber dieser Premium-Wintercoat bringt, glaube ich, ein bisschen mehr. So, trauen wir uns rauszugehen? Ich traue mich nicht. Keine Ahnung, was er jetzt schon wieder vorhat. Renn endlich raus. Okay. Renn. Und ich habe das Rennen mal auf die Schnelltaste gelegt, also bloß mit auf Antippen, damit ich nicht ständig die gedrückt halten muss, damit ich mich auch gut bewegen kann. Das ist deutlich einfacher. Man kann ja anklicken, entweder auf Halten oder auf Anklicken. So, hier hat sich natürlich einiges verändert. Ach, schon wieder ein bisschen stürmisch. Oh. Lass mich in Ruhe. Ich bin ja gleich weg. Nein, nein, lass mich los! Ah, Schwein gehabt. Ah, das hast du jetzt davon. Oh, da kommt noch einer. Ich bin mal weg. Hey, war ich eigentlich schon mal drin? Oh, das Haus habe ich vergessen. Oh, ich habe das jetzt nachgestellt, so ging das. Dann werden wir einfach mal alles ausräumen. Diesen Energieriegel nehmen wir mit. Candy war es ja kein Energieriegel. Streichhölzer sind auch immer gern gesehen. Was hat denn der Ofen zu bieten? Mh, frischer Hase. Da ist kühle Bergluft drin. Da ist lauwarme Bergluft drin. Da ist ein Can-Opener drin. Can-Opener braucht man, glaube ich, eigentlich wirklich bloß ein, maximal zwei, habe ich das Gefühl. Die restlichen könnte man eigentlich verwursten, aber ich traue mich immer nicht, das zu machen, weil ich Angst habe, dass ich es dann doch irgendwann brauche. Oh, na toll. Ich meine nicht, dass ich mich über Kalorien beschwere, aber rohes Fleisch ist immer so eine Sache. Man muss es halt zubereiten können. Schweinefleisch und Bohnen. Ich mag Bohnen. Damit kann man auch wunderbar ein Feuer anzünden danach, wenn man es gegessen hat. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, das war Handschuh. Ich bin wirklich immer voll konzentriert bei meinen Let's Plays, aber andererseits ist es noch vor um 6, von daher seht's mir nach. Ein heftiger Wollschwitzer. Wollsocken. Kann man alles verwursten, kein Problem. Nochmal Handschuhe. Ich freue mich über alles, was man findet. Außer wenn nichts drin ist. Da ist nichts weiter. Okay. Und ich habe auch festgestellt, man muss immer unter die Betten ein bisschen schauen. Also bei meinem letzten Mal habe ich das festgestellt, weil es sehr viele Sachen versteckt gibt. Lebensmittel und auch Flares oft. Oh, Wasser nehmen wir auch mit, auch wenn wir sie eigentlich nicht brauchen. Man muss alles mitnehmen. Das ist ein Survival-Spiel. Da liegt nichts drin diesmal. Ich schlafe einfach noch ein bisschen. Damit wir unsere Energie ein bisschen erholt haben. Ich habe nämlich keine Lust, vom nächsten Wolf zerrissen zu werden. Wir hatten übrigens Glück, dass wir ihn sofort erwischt haben. Ich weiß gar nicht, warum die manchmal sofort weg sind. Das ist ein toller Sturm. Das ist mir immer ein Rätsel, wie das funktioniert. Aber wir sind relativ gut ausgerüstet. Ja, das Hasenfleisch kann ich halt nicht ewig hier lagern. Das. Naja, erstmal eine Soda trinken. Ah, gucken, können wir noch ein bisschen aushalten.
700 Kalorien, damit kommt man weit. So, hier ist ein schöner Sturm. Ja. Oh, was ist das? Hey, er ist gestorben. Will ich mich natürlich nicht beschweren. Wir nehmen natürlich das Fleisch mit. Oh oh, Wolf. Oh, da hinten. Ich renne einfach mal in das Auto hier. Renne das Auto. Gut. Oh ja, war ich auch noch nicht drin. Toll, wie man alles vergisst, aber andererseits, mit den Wölfen hier habe ich immer ein bisschen Schiss. Was mich an dem Auto stört immer, man kann nicht nach hinten schauen, warum auch immer. Normalerweise kann man sich in den Dingern drehen. Ich traue mich aber auch nicht rauszugehen. Ah, ja, das ist der Grund.